Herzlich willkommen zurück bei Elden Ring und einem vermutlich Gemäldeort, wobei ich bin mir sehr sicher, und einem Dungeon in Radahns Bossareal. Ich bin nämlich noch, ich weiß noch, als ich ihn besiegt habe, bin ich noch nach da ganz hinten geritten, weil ich noch dachte, na komm, guckst du mal, vielleicht ist da ja was. Hab aber dann nichts gefunden. Allerdings habe ich da oben, da so ungefähr, eine Statue gefunden, also diese Wegweiser, Dungeon Finder, Statue-Dinger. Und das hat hier rüber gezeigt. Das bedeutet also, hier versteckt sich irgendwo ein Dungeon. Und eventuell kommen wir durch das Dungeon auch auf die nötige Höhe, um um den Ort des Gemäldes zu finden. So, hier ist es nicht. Das müsste doch dann jetzt hier da irgendwo im Berg sein. Vielleicht müssen wir aber auch da oben von dem Baum runterspringen. Und es ist nicht im Bossareal. Ach nee, wie ärgerlich. War mir jetzt so sicher. Aber der hat doch... Also diese Ruinen... Ja, Mensch. Da oben rum. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dass wir von dem Erdenbaum mal runterhüpfen. Hier ist ja auch noch ein Aussichtspunkt. Genau, hier ist nämlich der Typ. Und der zeigt in diese Richtung und auch so nach unten. Also bin ich ohne Grund hier unten. Ich schaue gerade nochmal. Ich gehe da einfach nochmal hin. Ist ja alles schnell gemacht mit dem Fast Travel. Und dann gucken wir mal, ob ich das vielleicht gerade ein bisschen falsch eingeschätzt habe, in welche Richtung, beziehungsweise welche Höhe. An der Sonnenuhr vorbei, an Tentakel Tanja vorbei und da vorne ist der Heini. Und der zeigt... Der zeigt aber schon ziemlich nach unten. Zeigt aber auch richtig aufs Meer raus. Jetzt, nee, jetzt muss ich... Es tut mir so leid, aber jetzt gucke ich auch nochmal richtig am Meer selber. Vielleicht gibt es da irgendwas, was ich übersehen habe. Weil das kann ja nicht sein. Also der zeigt doch offensichtlich so weit runter, dass der Eingang nicht irgendwo auf dieser mittleren Höhe sein kann. Welches Dungeon auch immer sich hier irgendwo verbirgt. Das kann nirgendwo anders sein als da hinten. Klar, da oben ist noch ein Türmchen. Vielleicht ist da irgendwie ein Weg nach unten. Aber der muss schon weit nach unten gehen. Na, wir schauen mal. So, hier vorne ist die Küste. Und da zeigt der Kollege ja drauf. Also war schon ein steiler Winkel nach unten, ne? Da muss irgendwo... Da muss irgendetwas sein. Ich kann bisher noch nichts ausmachen. Nee, bisher... Alles sehr nichtssagendes Gestein. Doch, tatsächlich. Da ist eine Tür. Leute, in Radahns Bossareal, da ist das Dungeon. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Katakomben der Kriegsopfer. So, da unten wartet jetzt Radahn 2.0 auf uns. Her. Alles sehr ruhig, aber ich bin auch erst eine Treppe gegangen. Was ist denn da hinten los? Das sind wahrscheinlich die Kriegsopfer. Seid ihr die
Die schlechtere Variante der Abyss Watcher. Die hauen sich hier auf die Fresse, okay. Wenn sie von mir nichts brauchen, dann werde ich einen Teufel tun und die in ihrem Tun unterbrechen. Guck mal, Magiefett. Das Gute. Gräbertalilie, sehr schön. Das ist Bogenschütze, der will zu mir. Oh, der will auch zu mir. Oh je. Oh, die halten aus, die Boys. Alter Schwede, halten die aus. Hä? Ach so, alles klar. Der packt nochmal richtig aus. Boah. Und wehtun tun die auch. Tschüss da. Habt ihr gesehen, wie viele Runen der gegeben hat? Okay. Du bist mehr so ein Fußsoldat, ne? Gibt es hier eine ganze Menge Fenster zu gucken? Hm. Die sind doch auch nicht einfach so da gesetzt. Nichts ist einfach so in... Oh. Den habe ich auch schon wieder zu spät erst gesehen. Ja, war ja wieder klar. Diese brachiale Gewalt in dem Zweihänder. Ah, ich liebe es. Hier sieht man die Statue von hinten. Da komme ich aber nicht durch. Oh, oh Gott, doch komme ich. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Oh, was testen. Okay. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wo ich bin. Oh, doch, ich weiß, wo ich bin. Vor allem, der muss erstmal weg. Ihr fallt mir nicht in den Rücken. Ey, die sind halt wirklich... Die gehen so krass. Oh, oh. Scheiße! Komm einfach runter. Heilen. Meine Güte. Ey, was hat der denn reingehauen, dieser kleine... Kleine Dödelhans. Was? Wer bist du denn? Ich habe hier schon einen Termin. Ja, dann komm her hier. Bisschen schneller. Ja, ist klar. Glücklicherweise kriege ich dich gestaggert. Das ist viel wert. Soweit so gut. Jetzt müssen wir noch den Bogen, Hans. Wo wollte er denn hin? Na gut. Dann bleib halt da unten und schieß deine Pfeile ab. Ist mir doch egal. Ich nehme hier das Grabpfeilchen mit. Und dann schauen wir uns mal den Rest noch an. Muss jetzt nicht nach da unten hüpfen zu ihm. Hallo? Oh, Asche der Soldaten von Radahn. Oh, das ist ja... Das ist ja nicht verkehrt. Mich wundert, dass die hier nicht getriggert wurden. Warum? Also irgendwie...
Irgendwas stimmt da doch nicht. Lügner voraus. Ja, alles Lügner hier. Oh. Hoppa. Alter, guckt euch an, was die für einen Schaden machen. Das ist doch nicht normal. Hör mal. Komm, weg da. Wahnsinn, was die für einen Schaden machen. Die wären jetzt wahrscheinlich alle hier runtergekommen, wenn ich die oben nicht vorher weggemacht hätte. Alter Schwede. Aber wo bin ich hier? Ah, ihr seid hier unten am Metzeln. Cool. Weitermachen. Muss ja auch irgendwo der Bogenschütze sein, der runtergefallen ist. Ah, da hinten. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich setz dir in den Weg und Weihnachten ist noch lange weg. Weg da. Hallo, ich hab gesagt, weg da. Meine Güte. Okay. Kurz orientieren. Bin ich hier vorne lang? Da geht's runter. Oh. Da ist der Boss. Alles klar. Wie bin ich denn... Wie bin ich denn da oben zu dem, zu der Statue nochmal gekommen? Ah, hier. Genau. Es gab ja noch einen Gegner. Da bin ich ja vorher aus dem Fenster gesprungen. Der Mann, der aus dem Fenster sprang und verschwand. Genau, hier waren die ganzen Bogenschützen. Dann hier noch weiter. Da war da hinten, glaube ich, noch ein Bogenschütze. Und dann um die nächste Kurve, glaube ich. Genau, da hinten sitzt noch einer. Hier bin ich nämlich einfach aus dem Fenster gesprungen. Oh! Hallo! Komm doch mal her zu mir. Super, super krasser Move. Okay. Ah, schade, er ist nicht gestaggert. Tja, ja, ja. Der Bessere gewinnt. Ich habe 62.000 Seelen. Die geben hier richtig viel Kohle. So, hier noch irgendwelche Gargoyles? Nein. Okay. Grabpfeilchen, das ist sehr gut. Und, oh, Gräbertalilie Stufe 6. Okay, dann können wir jetzt aber guten Gewissens zum Bosskampf gehen. Wobei, ich habe gar keine Heiltränke mehr. Das ist so eine gute Idee. Ich könnte doch erstmal leveln. Macht jetzt am Ende den Braten auch nicht mehr fett. Oh, das ist noch eine Truhe. Die hole ich mir mal. Ihr seid ja gerade busy, ne? Ja, die sind alle beschäftigt. Guck mal, kollabierende Sterne. Das klingt doch mighty. Dann ist nämlich, weil ich muss ja nur... Genau, nur da hinten runter. Da ist ja schon das Boss-Areal. Das heißt, ich gehe einmal ganz kurz noch... Ganz kurz an... ans Bonfire. 15.000 Seelen. Da ist aber irgendwo ein richtig dicker Typ gestorben. Moment. Bin ich am Bonfire vorbei? Oh ja. Bin ich. So.
Für zwei Level muss ich aber noch ein kleines bisschen Runen einpacken. Ah, reichen die zwei? Nee, 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 das reicht nicht. Ich nehme mal von denen hier. Nehme ich mal die Hälfte. Nee. Ich plopp noch die zwei. Und die zwei auch. Das ist ja nur eine Stufe 2. Und dann die fünf kleinen einzelnen Runen auch. Und dann müsste ich eigentlich... Es geht mir jetzt nur darum, dass ich nicht nochmal in das Menü muss. Das war echt nicht... Gut, das waren halt auch nur ganz kleine Seelen, ne? So, mal schauen, ob das zwei... Nein, sind's nicht. So. Dann nochmal richtig. Dann ploppen wir halt hier die drei. Drei brauchen wir doch nicht. Ach komm, wir machen einfach drei. Was soll der Geiz? Wie viele Seelen sind das überhaupt? 11.000? Ja, nee, dann ist sogar... Wahrscheinlich reicht es jetzt immer noch nicht für zwei Level. Ich sehe das doch schon kommen. Also, wir machen einmal Stärke. Oh, doch, es geht auf. Und nochmal Kraft. Why not? Und jetzt... Jetzt geht's in den Bosskampf, meine Lieben. Jetzt bin ich mal gespannt, wer hier unten auf uns wartet. So, können die sich mal wieder beim Metzeln nach unten bewegen? Das war schön, wie die eben einfach nur unten in dem Areal waren. Ach, ich laufe da einfach durch. Die sind ja miteinander beschäftigt. Die können auch machen, was sie wollen. Bin echt gespannt, wer sich jetzt, ob es jetzt mehrere Gegner sind oder ein Dicker. Ich hoffe, ein Dicker. Ich hasse mehrere Gegner. Schauen wir mal. Oh, keiner da. Ich habe nichts gesagt. Ein stinkender Baumgeist. Ich mache quasi null Schaden. Guckt euch das doch an. Wie viele HP hat denn das Ding? Au. Au. Oh, wir haben es gestaggert. Einmal rein da in die Fratze. Selbst der Stagger-Move macht kaum Schaden. Aus dem Weg! Oh nein. Oh nein, das war so absehbar. Nein, 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 nein. Oh, das ist nicht gut. Okay, noch alles unter Kontrolle. Alter. Nein, da muss ich besser rollen. Ja, aber wir sind noch im Rennen. Alter. Okay. Lass mich bitte durch. Ich würde gerne staggern.
Ich habe einen Puls von 8 Millionen. Leute, wie habe ich den denn gespielt? Alter Schwede, ich muss sofort meine Mutter anrufen. Mama, du wirst es nicht glauben. Oh, der gab eine goldene Saat, Leute. Asche des rotmähnen Ritters Oger. Goldene Saat. Leute, was war das bitte? Ich bin völlig von mir selber. Das war's. Das war Peak Performance. Besser als das wird's nicht. Wir können das Let's Play hier beenden. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch Müll im Vergleich zu dem. Krass. Krass. Ich bin von mir selber ein bisschen beeindruckt. Ne? Kann man sich aber auch mal auf die Schulter klopfen. So. Genug Schulter geklopft. Jetzt werden... Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Runen der gegeben hat. Oh, 71.000. Ja, wollo. Dickes Zeug. Dann gehen wir doch nochmal ein Level aus. Wo packen wir das denn rein? Ach, weißt du was? Jetzt gibt es nochmal schön Stärke. Alles klar. Ich bin immer noch geflasht. Ich bin super happy. Genau, der nächste Versuch war nämlich, da irgendwie drauf zu kommen, indem wir von oben droppen. Das bedeutet, wir müssen nach da oben. Und dafür wiederum... müssen wir zur Kirche der Seuche? Wir schauen mal. Schauen mal, ob der uns... ob wir von da weiterkommen. Ich meine, eigentlich war die Kirche hier am Ende des Weges. Aber wir schauen einfach. So, an den beiden einfach vorbei. Da habe ich nichts mit am Hut. Ach nee, guck mal, hier geht es doch noch weiter hoch. Ja, die ganzen Untoten hier, die können mir jetzt mal gestohlen bleiben. Nee, nicht da lang. Wir müssen, glaube ich, oben an Tentakel-Tanja vorbei. Ja, genau. Hier ist doch ein perfektens ausgeschilderter Weg. So muss ein Weg aussehen. Wo ist der Weg? Ja, nochmal hier drüben kurz gucken. Also hier sind halt einfach richtig viele Zombies, die aus ihren Gräbern entsteigen. Ja, gut. Da ist er so... wo bist du denn? Kennen wir uns? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns kennen. Naja, jetzt bist du tot. Bestienblut? Auch nicht verkehrt. Ach, das sind die ganzen Zombies, die jetzt aufgestanden sind. Das interessiert mich herzlich wenig. Und hier geht's hoch. Vor allem ist das nicht der Totenkopf, den wir... Ja, das ist der Totenkopf aus der Ferne. Kann man da rein? Nee, der steht da einfach so im Gestein. Na gut. Dann steigen wir mal aufs Dach. Ich möchte genau aufs Dach. Ah, guck mal. Schmiedestein Stufe 7. Schmiedestein Stufe 7. Steinschwertschlüssel. Schmiedestein Stufe 8. Leute. Boah, da liegt ein richtig großer Drache. Da ist eine Burg. Da ist irgendein Weg. Wie das alles schon wieder aussieht. Wie sich auch einfach aus dem Nichts diese... Achso, Grails Drachenhöhle. Ja, hier waren wir schon, aber wie sich trotzdem diese Are... Das ist ein Witz, oder? Was? Halt, stopp. Ich kann ihn angreifen. Was? Was ist da? Was ist das für ein Koloss? Das ist doch unsinnig, den anzugreifen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Nee, das macht doch keinen Sinn.
Kann ich auf ihn drauf? Nö. Macht das Sinn, frage ich mich. Ich habe das Gefühl... Gut, sein Lebensbalken geht eine Ecke weiter runter. Aber will ich ihn überhaupt töten? Und haben wir dafür überhaupt die Zeit? Ich glaube, wenn, dann mache ich das offscreen, aber nehme dann kurz bevor er stirbt natürlich nochmal auf. Aber so macht das ja gerade gar keinen Sinn. Gehen wir hier ans Bonfire. Auch vielleicht... Wir haben ja immer noch, uns wurde ja gesagt, dass die Drachenkommunion auch ihre Nachteile hat. Vielleicht ist das der Nachteil, dass wir mit diesem Drachen nicht interagieren können, weil der mitkriegt, dass wir die ganzen Drachenherzen haben und das richtig scheiße findet. Verständlicherweise irgendwo. Und deswegen da gegen uns schnattert. Ist das krass. So, hier sind noch die ganzen Drachen. Die sind wahrscheinlich alle am... Ja, die sind alle am Schlafen. Müssen wir mal gucken. Kann ich seinen Kopf überhaupt angreifen? Nö. Komme ich gar nicht dran. Die sind einfach nur ein Dutzend Drachen. An denen... Da reite ich einfach mal weiter. Aber was ist das bitte für eine krasse Szenerie, Leute? Alter Schwede. Wie soll man da denn... Ja. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Ach, und da oben geht's zum Bestienmeister. Ja. Warum habe ich einen Debuff da oben mit? Ich habe Pfeile nach unten. Dieses rote Recht... Dieses rote Quadrat habe ich schon die ganze Zeit immer. Aber die beiden anderen sind neu. Oder liegt das etwa am Schrei des Drachen? Oh Gott. Bin ich hier fast irgendwo runtergefallen. Okay. Das hat bisher nicht gut funktioniert. Was? Achso. Ah, ich hätte gerne die so getötet, dass der Skarabäus noch da ist. Oh, noch ist er da. Wieso höre ich die Drachen noch stampfen? Die wollen doch nicht etwa hier runter. So, jetzt gehen wir nämlich hier an den Skarabäus. Alter! Der rollt mir einfach weg. Nein, das ist zu hoch. Da unten ist ein Drache. Nein. Nein. Stich. Nein, das kann nicht wahr sein. Komm her. Ich will... Was ist denn nur hier los? Wo bin ich hier? Ich bin irgendwo... Eine Klippe runtergestürzt. Hier ist aber ein Bonfire. Das ist schon mal sehr gut. Glück im Unglück. Meine Güte. Das muss doch nicht sein. Dieser ganze Terz immer. Wo bin ich jetzt hier? Irgendwo unterhalb des Drachenbaums. Da hinten sehe ich schon wieder Bären. Wo normale Bären sind. Da sind die fiesen Bären nicht weit weg. Weg da. Aus dem Weg, du alter Brummbär. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Das ist einfach ein neuer Weg nach dem anderen. So, hier geht es wahrscheinlich... Ja, das ist wahrscheinlich 100 pro eine Bärenhöhle. Markieren wir uns mal.
Ja, ziemlich genau da, wo wir gerade stehen, ist ein... Ach komm, wir machen mal so ein Schatzding. Eine Bärenhöhle ist immer auch eine Schatzhöhle. Das weiß doch jeder. Dann reite ich hier gerade einmal... Uiuiui, hier sind schon wieder die Zauberkugeln unterwegs. Alles klar. Da oben sehe ich auch schon wieder Drachen. Okay. Das hat gut geklappt. Und hier jetzt zu so einem... Oh, den Turm haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Guck mal hier vorne. Da. Können wir bei dir nicht den Schlüssel benutzen? Warum? Why? Lennys Turm. Also da stand doch, für die Siegel muss man diese blauen, also die Magieschlüsselsteine nehmen. Warum ist hier so ein Licht? Aha. Okay. Aber der vorne am Eingang ist ja kaputt. Das ist ja nur ärgerlich. Und von hier kommen wir nicht... Oh, guck mal, das Wasser fällt auch... Fällt auch neben den Fels. Also mit Splash-Effekt. Okay, dann gehen wir mal hier gerade in der Ecke hoch. So, hier gibt es noch mal ein bisschen... Bisschen Loot. Nehmen wir natürlich mit. So. Haben wir alles? Sieht so aus. Kann man von hier irgendwie an diesen Turm ran? Ja, nee, nicht so richtig. Okay. Ich bin gerade total überfordert. Das hat mich jetzt alles etwas aus der Bahn geworfen. Riesiger Drache, viele lebendige Drachen, Burg da hinten. Den lasse ich aber gerade einfach mal Drache sein. Ich muss mich jetzt nochmal verorten. So, da ist Lennys Turm. Alles klar. Hier geht's zum Erdenbaum. Nee, dann würde ich sagen, reiten wir hier mal lang. Und machen dann den Boss lang. Da ist auch noch ein Riesenturm. Ah, das ist aber... Was soll denn das jetzt mit dem Gewitter hier? Gewitter? In der Zwischenwelt? Naja. Naja, naja, naja. Niederer Erdenbaum. So. Dann zeig mal, was du kannst. Hoi, hoi, du hältst aber aus. Na, du machst auch die Scharlachfäule. I, A, U. Ja, und noch einen. Ja, oder auch nicht. Boah, die tut ganz schön weh am Pferd. Das kann man wieder ganz gut dodgen. Zack. Zack, da kommt noch ein dritter. Ach, ärgerlich. Da kommt noch ein Schwinger. Ii, da sind wieder die Zysten am Arsch geplatzt. Bleh. Und noch ein dritter.
Und wieder die Zysten am Arsch. Wie viele kann man denn eigentlich haben? Boah, die Arme. Die arme Birke. Oh. Einmal. Ja, die hat mehr HP, aber ist jetzt nicht, nicht wirklich knifflig. Wobei, das sollte man nicht sagen, während man gegen einen Boss kämpft. Ich mache nämlich immer noch den Fehler, dass ich da noch einen Schlag ansetze. Und das ist dumm. Zack. Zack. Und noch ein dritter. Ah, so funktioniert ganz gut. Vor allem, er ist der stinkende Avatar. Das ist aber auch sehr unschön, ne? Wenn du da verteilt wirst von den Bösewichten dieser Welt. Und dann sagen sie dir, okay, wir haben einen edlen Avatar, wir haben einen Baum-Avatar und wir haben einen stinkenden Avatar. Das bist du, Henry. Du bist der stinkende Avatar. Das war einfach nur dumm. In vielerlei Hinsicht. Das ist so ein Ausdauernahkampf. Da muss man, da darfst du einfach nicht greeden bei der Nummer. Cool bleiben. Einfach runterspielen. Das ist halt nur super ätzend, ne? Der Haube dieser ekelhaften Scharlachfäule. Bah. Bäh. Oh, okay. Das war nur ein Move. Nicht erwischt. Auch wenn es echt greedy war. Hätte ich eigentlich nie machen sollen. Und es wird wieder gepupst. Oh, das ist aber nur hinter ihm. Stelle ich gerade fest. Ich dachte, das wäre so rundum. Dann ist das natürlich auch ein Zeitfenster, wo man ihm eine mitgeben kann. Das verkürzt das Ganze doch gewaltig. Auf Korb. Oh Gott. Nee, ich muss nicht mich heilen, ich muss das Pferd heilen. So. Okay, zwei Schläge noch. Und da haben wir ihn. Huh. Das war ein kleiner Ausdauerkampf. Aber den haben wir mit Bravour hinter uns gebracht. Oh, guck mal. Opalene verhärtete Träne und gesprungene Steinstachelträne. Alles klar. Was die Sachen können und mehr, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Bleiben wir einfach mal hier stehen. Bonfire brauchen wir jetzt gerade nicht. Obwohl, wir haben 114.000 Seelen. Okay, wir brauchen einen Bonfire. Wir nehmen mal das. Nee, wir nehmen das. Ich weiß nicht warum. Irgendwie von da aus sind wir dann losgeritten in dieses ganze Tohuwabohu. Dachte, das ist vielleicht ein guter Ort. Was mache ich denn jetzt mit 114.000 Seelen? Da kann ich ja... zweimal Stärke? Das wäre natürlich... Nee, komm, wir machen einmal Kraft und einmal Stärke. So. Das war doch dann wieder mal eine sehr erfolgreiche Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.